Ja, Freunde, herzlich willkommen zu diesen letzten 9 Minuten dieses 8. März 2016 für mich. Für euch wohl eher nicht mehr. Willkommen zurück zu Deponia Doomsday, der zweite, oder also so gesehen eigentlich erste Besuch auf dem Jahrmarkt. Wenn man zeitlich chronologisch sein will, nehme ich an. Wir müssen einen Anzug oder einen Ring finden. Und dann... Was müssen wir noch machen? Anzug, Ring, genau, und dann alles so wiederherstellen, wie wir es das erste, also das zweite Mal vorgefunden haben. Wie gesagt, wegen den Speedruns kenne ich das Areal hier relativ gut. Das heißt, das, ich könnte da einige Vorteile haben, mal schauen. Apropos Speedruns, vielleicht noch ein kurzes Update. Ich habe jetzt bis hierhin geübt und so, das habe ich ja in der letzten Aufnahme am Anfang alles erwähnt und erklärt und so. Bis hierhin 20 Minuten 51 habe ich, glaube ich, bisher geschafft. Es geht noch schneller, unter 20 Minuten bis hier. Ist möglich, ist ziemlich schwer, aber das geht schon. Also nur mal, um wieder zu sehen, wie schnell man dieses Spiel abschließen kann, wenn man dann unbedingt möchte. Vince. In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja... In 4 Dimensionen, das hatten wir schon. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht, alles muss so hergerichtet sein, wie du es nachher vorfinden wirst. Ich denke an nichts anderes. Natürlich. Da kann man nichts machen gerade. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Hallo mal wieder. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Portafisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. obwohl, das kommt ja erst noch. Oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Ach, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh je. Ups. Schauen wir mal, Bowlingbahn. Standen die Pins später auch schon da? Ich sehe keine Pins, aber hier fehlt eine Bowlingkugel, das weiß ich. Ach ja, das weckt Erinnerungen. Erinnerungen, die noch nicht geschrieben wurden. Ich möchte übrigens diese Aufnahme durchziehen, weil ich glaube, so viel kommt nicht mehr. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Das ist wohl wahr. Dann schauen wir mal hier rüber. Wir haben letztes Mal schon gesehen, was hier so abgeht. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Das ist wohl wahr. Was haben wir denn hier? Eimer. Der Eimer war nicht da. Der scharfkantige Müll war auch nicht da. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Wohl wahr. Was haben wir, die Zeitmaschinenschlüssel noch? Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Ich bezweifle, dass er das noch benötigt. Ja, tatsächlich, okay. Na, was hat er denn zu sagen? Mit dem Hut hätte ich ihn fast nicht erkannt. Im heutigen Hutmode-Ranking ist er damit definitiv Top 5. Eine traurige Bilanz. Ja, ich weiß. Hallo, Fremder. Falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ja. Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher.
Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann meinen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Meine leichteste Übung. Easy Boys. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Geduld, mein Freund. Noch bist du kein Totengräber. Zeig mir, was du an der Schaufel kannst und bring mir ein Prophetenoutfit. Dann können wir weiterreden. Immer dieser Leistungsdruck. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Stimmt, die brauchen wir ja. Wir brauchen ja und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Ich verschwinde. Tüdelü. Okay. Also sein Umhang. Ach, der ist weiß. Das Laken sah nicht weiß aus. Also wir haben seinen Umhang schon mal. Jetzt müssen wir nur noch was ausheben. Da wollen wir ein bisschen Müll ausheben. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Später. Bravo! Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Prophetenoutfit und wir können die Jobs tauschen. Nice. Machen wir doch. Dann müssen wir, der Stein muss hier noch hin. Dieser Typ muss weg. Und der Farbe einfach auch nicht. Ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Na sowas. Es sitzt perfekt. Es betont die Schultern und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Du hast es verdient. Ich weiß. So, trotzdem müssen wir diesen Stein noch bearbeiten. Mit diesem Eimer müssen wir auch noch schauen. Eimer, können wir sonst noch was gerade? Nee, können wir nicht. Wir können hier auch nicht weiter. Also es ist ein sehr, sehr begrenztes Areal, aber... Wie wär's damit? Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Okay. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Das wird ihn nicht... Da. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher auf... Ach ja, das weckt Erinnerungen. Die noch nicht geschrieben wurden. Was haben wir hier noch? Ach, Bowlingbahn. Standen die Pins später auch schon da? Ich sehe es nicht, weil die Tür davor ist. Schatzbolde. Wozu? Ich finde die Farbe schön. Ich finde die Farbe schön. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Ich denke an... Ja. Die sollte ich lieber nicht an. Die ist genau... Können wir mit ihm normal reden? Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Als ob, Zeit aber nicht, Alter. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja. Oder
Oh je. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Ja, wenn ich will, kann ich alles. Na nun, seltsam. Ich bekomme... Was aber... Oder... Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet... Nein. Mist. Gehen wir noch hin. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Was? Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Wrack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Aua. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Oh, warte, ist er der Informant? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Glatze. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Ich dachte, er war der Informant beim Portalbauamt. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja. Extravagant hatten wir auch schon. Also langsam läutet da überhaupt nichts mehr, wenn es so weitergeht. Warnhütchen. Ach komm, kannst wirklich? Warnhütchen ist doch Schwachsinn. Jetzt verarsch mich noch. Aluhüte. Aluhüte? Kannst du damit? Ja. Also mal schauen, wie lange es noch geht. Die Kuh. Die Antwort lautet: Turbane. Ich wusste es immer. So ein Schwachsinn. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ernsthaft? Ja, dann. Dann eben so. Aber ja doch, genau. Die Kugel hat genau die Größe der Bowlingkugel von vorhin. Und das hier ist die richtige Farbe. So könnte ich zumindest schon mal die eine Sache wiederherstellen. Aber zuerst sollte ich mich um die Löcher kümmern. Wie kriegt man die Löcher? Diese Bowling. Nanu? Hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Das wohl wahr. Aber ja doch, die Kugel und da, so könnte ich zumindest... Ha. Die Kugel verrät mir, dass ich mich auf dem Holzweg befinde. Schön. Was kann ich mit der Zeitreisekugel machen oder was will ich damit machen? Ich wusste es, er ist der Informant. Ich fucking wusste es. Danke für den Handbohrer. Ich wusste, er ist der Informant, Mann. Mann, bin ich gut. Und da ist die Bowlingkugel. Wollen ein paar Pins abräumen vorne. Manu, wo ist sie geblieben? Ja. Ja, jetzt hat er uns sicher vergessen. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann ebenso. Ah, wie gut. Schnell, Vince. Wir sind ja fertig. Gib Gummi. Nee, eigentlich sind wir nicht fertig. Das Grab, was vom Totengräber ist noch nicht fertig. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben! Will man heiraten? Na endlich, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, Schön. Dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast.
Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Hier sind also Jahre vergangen. Das ist ja interessant. Schauen wir mal. Na toll, der Architekt ist auch futsch. Wer verklickert mir denn jetzt, wo ich diesen dämlichen Ring herbekomme? Es sei denn natürlich, ich fände einen Weg, mir sein mysteriöses Insiderwissen anzueignen. Klingt gut. Schauen wir mal innen oder hinter den Planungstisch. Easy boys. So einfach geht das. So, ich hab einen Ring, aber ich geh noch. Schnell ist mir zu Hillbilly Hacienda, bei der wir nichts machen können. Ansonsten. Wegen Hochzeitsvorbereitungen geschlossen. Uiuiui, Entschuldigung, na dann. Und? Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn? Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. Oh yeah. Müssen wir nur noch Dinge zu holen. Sollten wir nicht noch die anderen holen? Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Okay, na dann. Ha, Schwamm drüber. Auf geht's. Wo sind wir jetzt? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Sollen wir denn hier lache? Beine? Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Ja, ich weiß. Na super, das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Na super, das Time... Mal gucken... Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Ah, okay. Da oben ist eins. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Oh, das geht schon. Schauen wir uns mal um den Zeltlager. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Ha, Zeiger? Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Das geht mir ganz schön auf den... War zu einfach. Zeiger, dann Armbrust. Armbrüste haben eine fast durchgängige Top 100-Platzierung auf der Liste meiner Lieblingsbrüste. Wow. Kein Kommentar. Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenruhe. Ja, super. Dann brauchst du sie ja nicht. Moment. Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Wenn ich den Dialekt schon wieder höre, kann ich kotzen. Hallo, Fremder. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The West of Time. Aber ich bin kein Fremder. Da legen wir hier großen Wert drauf, ne? Mein Name ist Nomad. Ich gehöre zur Einheimischen Legion. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Uhren zu tun hat. Wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich hasse, dann ist es Sächsisch. Ich hasse diesen Dialekt, es klingt so schrecklich. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Ja, elektrisches Potenzial oder was? Wo bin ich denn jetzt gelandet, was? Im Lager der Feind zu. Ach, ich, da bin ich, okay. Und was will ich da? Ich kann mit der Armbrust auf das Lager schießen. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Ja, versehentlich passiert, ne? Tja,
das ist alles mehr oder weniger interessant. Mit starker Tendenz zu weniger. Aber ich muss dringend zurück in meine Gegenwart. Ich habe keine Zeit für Geschichtsunterricht vom Arsch der Welt. Wenn du Zeit brauchst, gedien dich. Hier gibt es massig davon. Kann ich mir was später einpacken, das finde ich gut. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Hm. Das ist zu weit. Außer... Ja, wollen wir auf ihn schießen? Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Verdammt. Was hat es mit den ganzen kaputten Uhren auf sich? Noch genaueres wissen wir nicht. Aber unsere Historiker vermuten, dass die Vorfahren sehr pünktliche Leute waren. Ich hasse Sächsisch so sehr. Es ist so schlimm. I can't fucking even. Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Fehlt nur noch die passende Munition. Oh. Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Ja. Tja, warum nicht? Stimmt. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschotzer. Temporal. You tried. Sei so gut und... Das ist zu weit. Außerdem das letzte Mal... Was soll ich denn schießen? Aufs Portal? Na, dann wollen wir mal. Wieso? Ha, Treffer! Ach so! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Hm. Nee, zwecklos. Ja, aber... Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Fuck. Ich habe gerade ein übelst Déjà-vu. Aber davon mal abgesehen. Nee. Hab ich gerade wirklich? Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Ich weiß nicht mehr was und warum. Noch ein Portal. Beet. Hier wächst gar nichts mehr. Hier wächst gar... Will ich da rein? Ich will ja noch nicht rein. Ich will erstmal gucken. Kann ich nicht. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Auf alles drauf schießen. Rita natürlich. Also 20 Jahre waren wir schon. Rita? Rita, du lebst. Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein. Und das darf auch nicht sein. Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Das hieße ja, Goal ist nee, tot. Nur die Alte. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik, jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Okay, das hat ein bisschen was von Endzeitstimmung. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Ich hab eine Nadel. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger? Bist du bekloppt? Du ja. Zerschrammst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Ach, dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Sehr schlimm. Was ist das hier? Warum kann ich nicht anklicken? Das nervt mich. Geh mal hier rein. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Eingefrorener Rufus. 4D-Brille. Zack. Snack. Die brauche ich dringender als er. Das ist wohl wahr. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ha. Seltsame Noobsi. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Weil noch kein Hotspot dafür da war. Von hier aus, aber wozu auch? Du warst ja schon offen. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. War das ein Rechtschreibfehler? Du bist, was du isst? Du bist, was du isst. Ja. Demnach wäre... Du bist, was du isst. Wollen wir es abschießen?
Ach. Bullshit. Dein Ernst, komm schon. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Ja, dieser Trottel. Soll ich denn da jemals wieder rankommen? Na, aber ich bin auch schon dran. Also es ist jetzt in meiner Tasche und das heißt, ich werde es in der Tasche haben, oder? Ach, die Kuh. Vor allem schau dir den Gesichtsausdruck an. Wow. Jetzt ist in meiner Tasche, oder? Ja, Bohnen, Konservendose. Du bist, was du isst. Demnach. Du bist, was du isst.